Servus Freunde, bevor das Video beginnt, das ist das letzte FIFA 16 bestraften Pato Video. Nach diesem Video geht es endlich los mit bestraften Pato 2016-2017. Wenn ich den Zeitplan jetzt so richtig im Kopf habe, wird am Sonntag, Freunde, diesen Sonntag das Infovideo kommen. Es wird nicht nur das Infovideo kommen, sondern auch die erste Folge der Squad Builder Showdowns. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich will das jetzt nicht zu lange halten, deswegen viel Spaß mit diesem Video. Ich weiß, es ist zwar FIFA 16, aber ich hoffe, ihr seid supportet mich trotzdem mit einem Like, das würde mich richtig, richtig freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde. Heute geht es mal wieder weiter mit bestraftem Pato gegen den Joris. Auf diesem Wege natürlich schöne Grüße an dich, mein Freund. Ich will auf jeden Fall gewinnen. Ich weiß nicht, wie er spielt, ich weiß nicht, wie er drauf ist. Trotzdem, ich denke mir auf jeden Fall, bei Ende FIFA 16 werden alle schon richtig, richtig gute Teams haben. Mal gucken, wie es sein wird. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall einladen. Seine Strafe, sollte ich verlieren, muss ich 2 Zimtstangen essen. Das hört sich richtig, richtig eklig an. Ich hoffe, ich packe das auch. Ansonsten mache ich da nur eine Zimtstange, weil ich will mich nicht wieder ankotzen. Auf jeden Fall, ich werde ihn jetzt sofort einladen. Ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen. Ich wünsche natürlich viel, viel Pech. Ich hoffe, ihr wünscht mir viel, viel Glück. Ja, ich will einfach nicht verlieren. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, also let's go. So, da ist ein Hamburger SV. Schauen wir mal sein Team. Okay, deutsche Bundesliga 4-4-1-1. Ober Götze, Gündogan, Coman. Also die Innenverteidigung, was macht Neustädter? Ist das nicht Neustädter? Oh mein Gott, okay, das wird sehr, sehr gefährlich werden für ihn. Mal gucken, was ich jetzt reißen werde. Ich habe auf jeden Fall sehr flinke Spieler. Ja. Trotzdem, es kann auch sein, dass ich gegen so ein Team verliere. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich will der Gewinner sein. Ich will, wenn möglich, sogar hochgewinnen. Pato gegen Jordi. Let's go. So, war das jetzt Abseits? War das Abseits? Das war Abseits. Schade. Gareth Bale. Und das gibt's nicht. Okay, Ilkay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 0-1 im Rückstand. Er kann einfach gerade auslaufen. Alba holt ihn nicht mal ein. Heftig. 0-1 im Rückstand. Krasses Ding. Gündogan. Okay, Freunde. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's wieder an den Kragen. Ich hoffe, er stellt nicht auf Defensiv. So, wenn das jetzt schon wieder Abseits ist. Freunde, das darf kein Abseits sein. Was ist das für eine Parade? Wieso? Jetzt habe ich dich, mein Freund. Jetzt bist du es gewesen. Das ist der Ausgleich. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Das ist wie gemacht. Das ist einfach Absicht. Wieder Abseits. Das ist abnormal. Und der wäre drinnen gewesen. Oh mein Gott, Freundchen. Ach, das ist heftig. Jetzt muss es aber die Rote geben, ganz ehrlich, das ist hoch verdient. Schon das zweite Mal, dass er von hinten reinrutscht. Also, wenn das jetzt keine gemachte Kiste ist, dann weiß ich es nicht, Freunde. Und, aber ich habe so viel Pech im Abschluss. So, jetzt aber Conor Pleanka, der muss drinnen sein. 1-1, endlich. Also, hoch verdient, Freunde. Sorry, Jordi, sorry, mein Freund, aber mit so einer Innenverteidigung, ganz ehrlich. Aber ja, kannst du nichts dafür. Was ist mit ihm los? Heftig! Richtiger Raubein! Superschön! Nein! Jetzt! Das muss ein Tor werden! 2-1, zum Glück der Rückstand aufgeholt. Also Freunde, ich gehe davon aus, dass es ein höherer Sieg sein wird, weil ein Mann weniger, er wechselt nicht um, er freut sehr, sehr viel um dieses Grätschen, das habe ich ja schon ein bisschen rausgefunden. Ne? Natürlich nichts gegen Jordi, also ich respektiere das auf jeden Fall. Halbzeit ist, guckt das an, ein Schuss, ein Tor, 50-50 Ballbesitz, aber 67% hat er Passgenauigkeit, Schüsse sagen alles. Okay, Freunde, zweite Halbzeit. Super, Verbindung ist abgebrochen. Alles klar. Das kann es ja nicht sein, das gibt's nicht. Super schön. So, der macht das jetzt schön, oder? Macht er das Volley? Er macht das Volley. 1-0, Freunde. Ich hätte wahrscheinlich auch so das Tor getroffen, aber ich wollte es Volley machen. Buffal spielt auch wieder mal eine Rolle. Ich will dieses Spiel heute attraktiv gestalten und deswegen 2 Five-Star-Skiller, 2er Sturm gemacht. Richtig geiles Tor. Heftig.
Wow, nein, wie kann das sein? Ich hab irgendwie eine Krankheit, keine Ahnung. Alle antworten nach einem Tor von mir. Heftig. Schön, jetzt. Schön. Ja, Walter, Freunde, das geht schon wieder los. Das ist ja abnormal. Das ist nicht euer Ernst, oder? EA, ich hasse euch schon wirklich sowas von heftig, Mann. Zum Glück habe ich gehalten. Danke, lieber Gott. Ich habe es gesehen. Zu wenig aufgeladen. Das kann nicht mehr werden. So, was machen wir jetzt? Schießen wir ein Tor. Schießen wir ein... Das ist unglaublich. Ich hasse FIFA 16 schon so heftig. So, wir müssen jetzt wirklich was machen, ganz ehrlich. Das kann so nicht weitergehen. Das ist heftig. So, das muss aber jetzt ein Tor werden. Das ist unglaublich. Schau, was ich Vollgas gebe. Ab nun mal. Doppelpass hin und her. Und der jetzt aber. 2-1, na endlich. Unverdient. Sorry, aber es ist wirklich so. Ich habe so viel Pech mit diesem Team. Aber heute wirklich. Ich versuche mich heute von der Schokoladenseite zu präsentieren. Das war meiner Meinung nach auch wieder ein sehr, sehr schön hinausgespieltes Tor. Ah, Buffal, der ist drin. Buffal, der ist drin. Der ist drinnen! Na, das ist unglaublich. Das pack ich doch nicht. Das haltet kein Mensch aus, ganz ehrlich. Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Wie oft habe ich ihn jetzt schon im Pfosten und so getroffen? Ich hoffe, ihr habt mitgezählt. Also meine Freunde, ich weiß nicht, wie ihr auf 9 Schüsse kommt, ganz ehrlich. Trotzdem Grüße an Juri. Machst du trotzdem gut, aber ich weiß nicht, wie ihr auf 9 Schüsse kommt. Jetzt. Und das. Freunde, das ist so abnormal, ich verstehe es nicht. Und das ist unglaublich, ich verstehe es nicht. Also mit dem 1 und 2 ist er sehr, sehr gut bedient. Also ganz, ganz ehrlich. Also was ich da richtig versemmel, das ist abnormal. Jetzt ein Longshot, oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde, das ist ja abnormal. Das ist krank, das ist wirklich krank. Wie soll ich denn hoch gewinnen können, wenn so ständig immer so eine Scheiße passiert? Aber yes! Oh mein Gott, Freunde! Das 7. Mal! 7 Mal Pfosten! Okay, das war jetzt schon was gespielt, aber trotzdem. 2 Abseits-Tore und 7 Mal auf dem Pfosten. Oder Latte, oder keine Ahnung. Ich hoffe wirklich, euch gefällt das trotzdem, aber ich habe mir abnormal viel Pech. Das ist zu heftig, das ist zu heftig. Ich versteh's nicht. Ja, schau, ich versteh's nicht. Abseits-Tor Nummer 3. 3 Abseits-Tore, 7-mal Pfosten und Latte. Unglaublich. Unglaublich. 3 fucking Abseits-Tore. Das glaubt mir kein Schwein, zum Glück gewonnen, aber 2-1. Voriges Match auch 2-1. Aber das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 3 Abseits-Tore und 7 Mal in 2 Spielen Pfosten und Latte. Unglaublich ist das. Ich spiele jetzt nochmal Just for Fun gegen ihn und dann gucke ich jetzt mal, wie das Ergebnis lauten wird, ohne dass ich jetzt aufgenommen habe. Also bleibt noch mal kurz dran, wir sehen sich gleich. Also, let's go. Ja, Freunde, dieses Match ist jetzt 2-8 ausgegangen und ich habe wieder 2-mal den Pfosten getroffen. Heftig, aber warum klappt das nicht in der Aufnahme? Ich habe ein verschwundenes Video mit 8-0 und jetzt auch ein Offline-Video mit 2-8, Mann. Richtig frustrierend, aber ja, mein Team hat es anscheinend doch drauf. Es ist ja wirklich sehr, sehr viel passiert mit Pfosten, Latte, Abseits-Tore. Heftig, das hätte viel höher ausgehen müssen, dieses Spiel, trotzdem 2-8. Nochmal Grüße an Jori, hast das trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Ich will nicht respektlos wirken, jetzt kann nicht jeder so ein Team haben wie ich zum Beispiel. Ich hoffe, es kommt nicht respektlos an. Auf jeden Fall viele, viele Grüße an dich. Schönen Tag noch, alles Liebe euch alle, auch dich Jori. Dickes Kiss, ciao, bye bye, ciao.